Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von Train Station 2. Und zwar nur eine ganz kurze Information: Es gibt einen Code für das aktuelle Event. Code Conquer. Nehmt euch Zettel, Stift, schreibt es euch auf, holt euch kostenlose Spielbelohnung. Zu dem Event zeige ich gleich noch ein bisschen was. Oder auch nicht. Das mache ich in einem gesonderten. Obwohl, das mache ich jetzt gleich mit in den Videos, weil ich bin natürlich ein bisschen im Vorproduzieren mit den ganzen Videos. Das bedeutet, dass die Videos zu dem Event, wie ich das spiele und so weiter, sofort erst ein bisschen später kommen. Deswegen hier die Infos. Es gibt aktuell ein neues Event, das globale Logistik Challenge. Ich habe mich hier dem Team Hamburg Fracht angeschlossen. Mein momentanes Ranking ist Top 10. Ich bin nicht besonders fleißig. Ich spiele quasi das Nötigste. Ich bin jetzt im Event Pass schon hier hinten am Tag. Insgesamt müsst ihr 600 Punkte, wenn ihr das mitspielen wollt und schaffen wollt. Entschuldigung, 6000 Punkte erspielen. Das bedeutet jeden Tag 300-400 Punkte, dann seid ihr locker durch. Ist auch nicht aufwendig. Hier gibt es dann im Shop die schöne Lok, wenn man genug von diesen Talern bekommt. 683 von den anderen Münzen für die andere goldene Lok habe ich jetzt schon. Und diese Loks werde ich mir auch hier holen, weil das eine elektrische ist. Das können wir gleich machen. Und die andere werde ich mir auch holen für die Schlüssel. Und dann gab es hier noch zwei für Geld. Die hier, die habe ich schon gekauft. Und das Ziel ist auf jeden Fall, diese goldenen hier zu bekommen. Inwiefern ich da noch Geld habe für diese hier, muss ich dann mal sehen. Ich meine, das wäre schon interessant, jetzt hier eine graue mit 30 Laderaum. Schauen wir mal. Ansonsten ist hier nicht viel passiert auf dem Account. Ich habe jetzt hier diese folgenden Züge hier. Die beiden sind ausgebaut. Hier habe ich nur auf den einen habe ich hier auf 20 gelevelt wegen der Aufträge, dass ich die fahren kann. Ich fahre eigentlich nur diese kleinen, wo es wenig XP gibt und maximale Erfahrungspunkte. Ja, mal gucken, ob ich das noch weiter so machen kann mit der Taktik, dass ich die Schlüssel zusammenbekomme. Nicht, wenn das hier fertig ist, muss ich dann vielleicht hier vorne wieder die anderen fahren. Das muss ich dann mal schauen. Hier gibt es mir eigentlich schon zu wenig Erfahrungspunkte für zu viel XP. Das schaue ich mir dann an. Und hier allgemein beim Level des Spiels bin ich hier gerade bei der Werksbahn. Die können wir gleich mal anschieben. Und dann hier oben will ich noch das Bauholzwerk erforschen. Und dann ist eigentlich für mich rum. Mehr brauche ich nicht. Glaube ich. Erstmal. Dann habe ich die ganzen Ressourcen. Sage ich mal zusammen. 218 XP gibt es. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Auftrag, fast ein Level. Na gut. Ein halbes, aber das ist eigentlich viel zu viel. Naja gut, hier in der Rangliste stehe ich jetzt hier an Platz 2. Ja, mal gucken. Ich will halt nicht ganz so viele Erfahrungspunkte verballern hier. Schauen wir mal. Also Platz 1 wäre wahrscheinlich kein Problem. Aber wir werden die Sache beobachten. Wenn ich Platz 2 bin, ich weiß nicht, wie oft so eine Events kommt. 20 Stunden geht es noch. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Die anderen hier sind alle ziemlich dicht beieinander. Also wenn der inner zwierig Gas geben. Hiervon bräuchte ich 1000 von den Münzen. Naja, ich weiß nicht, wie ich die anderweitig bekommen kann. Wie? Hier gibt es keine Münzen weiter. Nee, gibt es nicht. Hier kriege ich nur diese Schlüssel mit der Lupe. Runde 1. Hier vielleicht noch 100, naja. Hier müsste ich viel fleißiger spielen.
Naja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ihr habt einen Code. Den Code könnt ihr einsetzen. Da kriegt ihr eine kostenlose Spielwerbung. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.